Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. So, damit willkommen zur nächsten Folge von der Torwartkarriere. Wenn die wieder zu spät kommen, es tut mir unendlich leid. Ich hoffe, ich schaffe es noch pünktlich, aber in letzter Zeit, ich habe mit der Schule viel zu tun. Es ist alles nicht einfach. Und ja, das Problem ist, ich möchte Videos machen und so, aber manchmal, die kommen halt einfach zu spät. Ich meine, sie kommen trotzdem, aber halt einfach zu spät. Wie gesagt, es tut mir mega, mega leid. Kann ich aber auch nicht viel gegen machen. Ihr könnt mal gerne, für die, die immer noch dabei sind, nach den ersten 30 Sekunden... Nein, Spaß. Ihr könnt auf jeden Fall, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, beim i rechts oben abstimmen, ob wir denn FIFA Ultimate Team für die Torwartkarriere bringen sollen oder wie wir das am besten lösen sollen. Denn, ja, ich habe in nächster Zeit ein bisschen vor, weniger FIFA zu bringen, allgemein auf meinem Kanal. Denn wir bringen ja mittlerweile 5 FIFA-Videos in einer Woche. Und dann halt noch Rocket League und Assassin's Creed Origins. Und ja, ich will einfach zwar immer noch weitermachen mit der Trainerkarriere, vor allem mit The Journey und Torwart eventuell auch. Vielleicht machen wir das aber irgendwie anders. Vielleicht lösen wir das wirklich irgendwie anders. Vielleicht sagt ihr, okay, The Journey brauche ich nicht, will ich nicht. The Journey kannst du im Stream machen oder was auch immer. Vielleicht sagt ihr, ja, Torwart und The Journey kann man jeden Donnerstag abwechselnd machen. Dafür dann dienstags immer Ultimate Team oder so. Aber ich möchte einfach generell weniger FIFA bringen. Und ja, ich weiß, dass Ultimate Team auch FIFA ist. Das ist mir schon bewusst. Aber es ist dann doch ein bisschen was anders, ein bisschen Pack Opening oder so. Kommt darauf an, ich werde jetzt auch nicht sagen, FIFA Ultimate Team geht über einen langen Zeitraum. Vielleicht machen wir es auch so, das könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Abstimmung nennen soll, mir fällt gerade so viel ein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, Ultimate Team kommt jede zweite Woche und es kommt jede zweite Woche The Journey und dafür bleibt die Torwartkarriere einfach jede Woche einmal. Also man kann da schon ein bisschen variieren. Das weiß ich jetzt. Schreibt einfach mal eure Lösung in die Kommentare, was ihr sagt, was am besten wäre. Wie gesagt, das wäre ja eigentlich auch eine Lösung zu sagen, The Journey kommt jetzt nicht so krass an auf meinem Kanal. Dann bringen wir das halt nur jede zweite Woche einmal, genauso wie Ultimate Team, das kommt vielleicht gut an, kann man aber nicht so viel zu bringen, dann machen wir das auch nur jede zweite Woche, also dann quasi abwechselnd und die Torwartkarriere bleibt immer jede Woche einmal. Ich habe schon was ausgemacht, da könnt ihr euch überraschen lassen. Ein Trainerkarriere-Video wird jetzt immer ersetzt durch ein anderes Video. Das ist halt einfach ein bisschen zu viel. Ihr seht jetzt übrigens gerade auch dieses Training, weil ich ja gerade noch quatsch. Es ist halt einfach ein bisschen zu viel Trainerkarriere. Die erste Saison haben wir jetzt schon geschafft. Und jetzt steigen wir ja wahrscheinlich in die zweite Liga. Und ich meine, ganz ehrlich, man kann jetzt wirklich schon sagen, okay, komm, zwei Videos pro Woche reichen definitiv für die Trainerkarriere. Und da werdet ihr euch auf jeden Fall drauf freuen können. Da kommt ein bisschen was anderes, was ziemlich cooles anders, denke ich, hoffe ich, finde ich. Und allgemein könnt ihr mir auch jetzt gleich nochmal in die Kommentare schreiben, was ich denn für andere Spiele vielleicht bringen soll. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, bleibt bei FIFA, FIFA ist cool, FIFA gucken wir oder gucke ich gerne auf deinem Kanal und das machst du auch ganz gut, das würde mich natürlich auch freuen, dann ich will nur Bescheid wissen, weil ich merke ja selber, dass die Stats wieder ein bisschen runtergehen. Letztens hatte ich ja, ich schätze mal so 100, 130 Aufrufe auf ein Trainerkarriere-Video, mittlerweile habe ich wieder bloß 40, 31 oder so, also es sind fast 100 verloren gegangen und ich frage mich halt, wo die hingehen und
was ich falsch mache, was ich besser machen könnte, soll. Und ja, deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht auch eure Freunde zu überreden und so und was auch immer, keine Ahnung. Dass wir hier wieder ein paar mehr Klicks bekommen. Mir geht es jetzt auch nicht um die Klicks, aber es ist halt trotzdem, wenn du siehst, oh, es geht bergauf, Bock. Und ja, dann geht es auf einmal wieder bergab. Das ist immer ganz komisch. Und ja, wir werden jetzt nochmal ein Training machen, weil wir haben ja nichts Besseres zu tun. Und ich bin gerade so schön im Labern drin. Ja. Ja, also, wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal Vorschläge schreiben. Vielleicht sagt ihr, das und das Spiel ist super cool, das kannst du gerne mal bringen. Das würden wir super gerne angucken. Oder würde ich super gerne gucken. Das war jetzt ein richtiger Fail. Das wär natürlich auch cool, weil als YouTuber weiß man natürlich nicht immer, und wir halten gerade richtig gut, weiß man natürlich nicht immer, was genau man jetzt bringen soll. Ich meine, ich habe schon eine Idee. Aber vielleicht, wie gesagt, doch noch weniger FIFA und dafür doch noch andere Sachen. Vielleicht schreiben auch viele, FIFA ist cool, mach FIFA weiter. Dann kann man wirklich sagen, okay, ich bleib bei FIFA. Eventuell, wie gesagt, bei FIFA Ultimate Team oder was auch immer. Also dahingegen brauche ich mal euer Feedback. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da hingegen weiterhelft. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier auch nochmal ein A bekommen. Gerade haben wir ja 3 A und ein B bekommen. Wir haben jetzt heute auch das Spiel, das DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster. Und ich bin gespannt. Wir sind ja allgemein in der Torwartkarriere noch nicht so weit. Also wie gesagt, die Trainerkarriere, die ist ja jetzt schon die erste Season bald rum. Und ja, genau, das meine ich halt auch eben. Also ich merk's selber, weil du stehst halt immer nur im Tor und wenn du jetzt gerade nicht so viel zu tun bekommst, dann ist es blöd und wenn du viel zu tun bekommst, da bin ich noch nicht so gut für und irgendwie passt das noch nicht ganz so. Und da merke ich wirklich selber, dass man sagt, okay, die Torwartkarriere, die wird nur langsam vorangetrieben, weil es auch noch nicht ganz so passt zu mir und so. Und wie gesagt, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare, würde mich freuen. Hashtag Labertasche. Mike hat gerade wieder 10 Jahre hier gelabert. Jetzt überspringe ich die Übung für euch und dann gehen wir ins Spiel gegen Münster. So, Preußen Münster gegen Würzburg Kickers. Wir sind natürlich momentan gut unterwegs. Ich hoffe, das bleibt so. Ui, da kommen sie schon mal. Den können wir aber ganz locker fangen. Alter, passt auf, was macht ihr denn? Und es gibt Elfmeter. Elfmeter, soweit ich das gesehen habe, von hier hinten. Wie gesagt, für euch kann ich leider nicht ranzoomen, das funktioniert nicht. Zumindest weiß ich nicht, wie es auf dem PC klappt. Aber das sieht nach Elfmeter aus, ja. Handspiel, Elfmeter, komm bitte. Ja, er ist drin. Er ist drin, es war zwar sauknapp, aber 1 zu 0 für die Würzburger Kickers. Durch einen Elfmeter gehen sie hier in Führung. Ich werde nicht so viel reinschneiden, da das Video ja noch pünktlich kommen soll und dann noch viel Schneidearbeit zu haben, das ist nicht geil. Deswegen werde ich diesen Schuss vorhin, der auch ganz schön knapp eigentlich war, nicht reinschneiden. Allerdings sind wir jetzt durch den Elfmeter in Führung. Er kommt genau in unsere Arme. Wieder können wir ihn festhalten. Perfekt. 2 zu 0. Das gibt's nicht. Da ist es, kurz vor der Halbzeit nochmal.
im 10-Minuten-Takt 2 Tore geböllert. Ich hab das jetzt gar nicht realisiert, ich dachte, er wäre daneben. Ich so, hä? Lol. War gar nicht im 10-Minuten-Takt. Der 39. Minute war der Elfmeter und jetzt zum 2:0. 2:0 zur Halbzeit. Mittlerweile gefallen mir die Einstellungen. Wenn ihr die nochmal sehen wollt, kann ich sie euch irgendwann mal wieder zeigen. Aber ich finde sie ganz gut, weil hinten habe ich ja jetzt gar zwei Paraden getätigt. Also hinten hatte ich auch ein bisschen was zu tun und vorne, ja, sind auch zwei Bälle reingegangen. Die haben natürlich ein bisschen mehr zu tun da hinten. Also da hätte es schon 3-4-0 stehen können, was bei uns jetzt nur zwei. Also wir hätten nur zwei reinlassen können. Wohingegen der andere Torwart halt schon 4 oder 5 hätte reinlassen können. Aber zwei sind drin. Also im Allgemeinen, auch wenn ich gerade scheiße laber, finde ich die Einstellungen, so wie sie gerade sind, ganz gut. Wenn ihr da noch was sehen wollt, dann schreibt es einfach. Jawohl, den haben wir. Den haben wir. Wir halten nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt schon ein bisschen... ja, schwieriger, der hat ihn ja jetzt auch nicht festgehalten, also das wäre jetzt fast unmöglich. Aber wir haben ihn ziemlich gut abgewehrt. Oh, da hat er gefoult. Gelbe Karte. Mann, das ist nicht so die beste Freistoßposition. Wir bleiben im Tor, ich gehe nicht raus. Jetzt aber... ich wollte jetzt irgendwie doch raus, weil er ja wirklich nah da war. Aber naja. Hat schon gepasst. Hat ja alles funktioniert. Wir haben den Ball wieder gefangen. Ja, noch 15 Minuten. Das sollten wir doch über die Bühne bringen. Und jetzt nochmal die Chance für den Gegner. Aber der ist auch nicht stark, der Schuss. Auch den können wir fangen. Komm, wir werfen einfach raus. Wer rauswerfen, da kommt er wenigstens an. Und sofern einer frei steht. Die spielen sich die Pässe schon ganz gut zu. Und auch den haben wir. Also heute das Spiel, das gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt ein komischer Wurf, aber auch der kommt an. Und jetzt mal in die andere Richtung. Ah, jawohl. 0:2 haben wir gewonnen und ich muss sagen, wir haben ja auch, das war ein realistisches Spiel. Wir haben 5 gefangen, einen pariert und haben gar keinen kassiert und 2 Tore gemacht, ist auch nicht übertrieben viel. Also das war super. Das war klasse, ne? Also das hat eigentlich einigermaßen gut funktioniert. Gerne der Spieltermin, da ist mir scheißegal, weil das wird hier eben im Kalender angezeigt. Plus 333% haben wir hier bekommen. Ja, das hört sich doch gut an, nicht? So, wir haben 12 Spiele und die anderen haben schon 14. Alter, das ist auch nicht schlecht. Ja, wegen den geänderten Terminen halt, ne, aber kann man auch mal machen. Ein Training lassen wir jetzt einfach simulieren, da mache ich jetzt nicht nochmal eins. Das wäre mir jetzt zu blöd, zu aufwendig. Guck mal, wie schlecht der da abschneidet, ne. Das ist krass. Das ist echt krass. Also da bin ich ja doch nicht so kacke. Das ist... ja, der ist wegen Nationalmannschaft nicht da. Was sind die Ziele? Habe ich da jetzt irgendwas verbessert? Nee, ne? Naja, das hat nicht gezählt mit DFB-Pokal. Können wir mal gucken, wer unser nächster Gegner ist. Oh, Hertha BSC Berlin. Die Berliner, die... ja, sind quasi unsere nächsten Gegner. Und das ist dann schon das Achtelfinale. Würzburger Kickers gegen
Hertha BSC, aber sonst ist kein Drittliges, glaube ich, dabei. Also, ich meine, gut, wir hatten natürlich jetzt gegen Preußen keine sonderlich krasse Aufgabe. War natürlich nicht einfach, aber geht auch schwerer. Aber im Achtelfinale ist nice. So, zu Hause Würzburg Kickers gegen den Hallerschen FC. Den haben wir. Kommt noch ein Nachschuss? Ne, geklärt von unserem Verteidiger. Ja, spielt er mal zu mir zurück und ich wieder zu ihm zurück. Doppelpass mit dem Torwart. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann auch keinen Pass anfordern hier am PC. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich kann nur meine Spieler da vorne ein bisschen steuern, aber selbst einen Pass anfordern, weiß nicht, wie das funktioniert. Also finde ich es gut, wenn die auch mal zurückspielen, wenn es gerade eine, ja, nicht so brenzliche Situation ist. Da kriege ich dann auch nochmal ein paar Punkte. Weil immer eine 7,5 zu erreichen, ist natürlich auch nicht einfach. Jawoll! 1 zu 0 für die Würzburger Kickers. Was für ein Schuss in die hier etwas komischen Tore. Er hat voll gesessen. Zum 1 zu 0. Und es gibt Freistoß. Dafür habe ich, glaube ich, Minus bekommen. Was ist das denn? Okay, Freistoß. Er geht deutlich drüber. Ich habe zwar springen gedrückt, aber der ist wurscht. Hätten wir nicht gebraucht. Ich passe einfach nur raus. Also, rauspassen ist einfach das Beste, weil du bekommst Punkte, weil er ankommt. Und die Mannschaft kann damit was machen. Weil anders kommt er meistens nicht an. Und naja. Und schon wieder Freistoß. Wer ist das denn jetzt? Wie ich noch voll rumspringen da. 12 Einsätze, 3 Tore. Hier nochmal sein Schuss. War ein super Schuss, muss man schon sagen. Muss man schon sagen, ne? So, 7,0 Bewertung. Kann so weitergehen, ne? Naja, der ging auch deutlich daneben. Da muss ich gar nicht springen. Diesmal habe ich auch gar nicht springen gedrückt. Manchmal drücke ich ja trotzdem rumspringen, obwohl er nicht aufs Tor geht. Ich habe dafür keine Bewertung bekommen für den Pass. Weil. Ne, man muss ja nicht übertreiben, ne, aber ich hätte schon gern nochmal 0,1 dazu bekommen. Ja, 1-0 zur Halbzeit ist nicht so viel. Aber ich meine, es war ein schönes Tor und momentan habe ich ja noch eine weiße Weste in dem heutigen Spiel. Im letzten Spiel, also auch in der gesamten heutigen Folge quasi. Im letzten Spiel haben wir ja auch gar keins kassiert. Wenn das so weitergeht, meinetwegen soll es ein 1-0 bleiben. Aber ich würde gerne ein sicheres Spiel haben. Da ist es doch. 2 zu 0, jetzt ist die Sache schon sicherer. Schöne Flanke. Direktabnahme. Rein das Ding. Ich hab's gerade gesagt, ne? Meinetwegen soll es so bleiben, aber ich würde gerne ein sichereres Ding haben. So ist es jetzt schon sicherer, weil wenn ich jetzt noch eins kassiere, dann führen wir immer noch und das ist echt gut, weißt. Ja, das war jetzt auch nicht so ungefährlich, aber erstens war der Abwehrspieler da, zweitens wäre ich, glaube ich, auch da gewesen. Und jetzt das 2-1. Das meine ich mit dem sicheren 2 zu 0. Das ist natürlich ein bisschen besser wie ein 1 zu 0, weil jetzt wäre es 1 zu 1 gestanden. Da, das war jetzt natürlich nicht gut. Schade. Leider kein Spiel hier ohne Gegentor. Er hat sich hier durchgesetzt. Direkt abgezogen. Ich bin zwar gesprungen, aber die Reaktion war einfach zu langsam.
Naja, ich meine, wir haben trotzdem gut gehalten, kann man jetzt nicht rummeckern. Nicht großartig, war natürlich eine gute Chance. Er stand sehr, sehr nah beim Tor. Und auch wirklich frei. War kein Abwehrspieler mehr da. Den haben wir jetzt. Und 3-1. Damit ist das Ding ziemlich sicher. Noch 10 Minuten, wir müssten zwei Tore aufholen. Wie gesagt, das war jetzt natürlich ein blödes Ding, weil er stand ziemlich nah beim Tor, aber das hier von uns war der direkte Gegenschlag, Gegenspielzug, was auch immer. Er war komplett frei. Spitzer Winkel und trotzdem macht er ihn. Und wie gesagt, der Torwart ist auch nicht besser. Der hat auch eine Reaktionszeit gehabt. Wie eine Ente. Also wie ich, wie eine Schildkröte oder was auch immer. Ente ist ein blödes Beispiel. 3-1. Perfekt. So, Ende Gelände. 3-1 gewonnen. Leider noch ein Tor kassiert. Kein Spiel ohne Gegentor. Eingefangen, einpariert, einen reingelassen. 7,5 Bewertung. Ja, passt schon. So. Wir haben ja noch wieder, ich glaube, ein oder zwei Spiele zu wenig. Ja, die haben schon 15, wir haben 13 aller. Hey, ist das denn hier für ein Käse? Das ist ja ganz komisch. Bloß wegen dem verschobenen Termin? Lol. Oh Mann, Alter, wir haben einfach 13 Spiele, sind immer noch auf Platz 5, obwohl andere schon 15 haben. Na dann, wenn du meinst, passt das. Ich würde sagen, wenn euch der Pack gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Und wie gesagt, sorry, wenn er ein bisschen zu spät kommt, denn wir haben jetzt Dienstag, 17:35 Uhr. Ich muss das jetzt schneiden, rendern, hochladen, bearbeiten und so weiter und so fort. Also, es ist nicht einfach. Ich würde sagen, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein und. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda. Now goodbyes, feel like a title.